Ja, pünktlich zurück zum letzten Vortrag der Tools for Agile Teams, der 10. Tools for Agile Teams im Jahr 2021. Und ich freue mich, last but not least, die Heike zu begrüßen. Hallo Heike. Hallo. So, und wir haben ja eben schon von der Lufthansa gehört, die ganz viel verändert haben in ihren Trainings und in der Moderation und alles auf Miro umgestellt haben. Und das war ja dann auch Zeiten der Virtualisierung quasi auch in der Moderation. Und das altgediente Flipchart, ja, stand eigentlich nur noch in der Ecke. Jetzt kramst du es aber wieder raus, weil Leute wie du, ich habe auch mal so einen Visualisierungsworkshop gemacht, ja, habe mal gelernt, also nicht, dass ich es gut könnte, aber wie so das mit den Schatten funktioniert und so kleine Männchen und sowas, ja. Und wir haben dann wirklich also hier irgendwo bei uns im Archiv liegen noch ganz viele Flipcharts für so Agile-Schulung bunt gemalt und wirklich aufwendig gestaltet. Und dann fragen wir uns auch, was machen wir jetzt mit denen? Und dafür hast du uns vielleicht eine Antwort mitgebracht, oder wie? Ganz genau, Mixed Media, ja. Das ist das, was ich vorstellen möchte. Genau. Und das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung Hybrid, wie funktioniert analog und digital zusammen. Also kann es ja nicht spannender sein zum Abschluss, als das, was du uns mitbringst. Insofern, ich bin gespannt. Dann danke ich dir ganz herzlich für die schöne Begrüßung, Joachim, und starte mal los. Mixed Media, das ist so meine Erkenntnis im letzten Jahr. Doch wieder die analogen Dinge wie Flipcharts, Post-its und wie sie alle heißen, wieder in den digitalen Raum zu integrieren. Und das möchte ich euch in den nächsten 30 Minuten knapp vorstellen und bin dann anschließend sehr auf eure Fragen gespannt. Ich habe euch hier mal eine kleine Agenda mitgebracht, kurz zur Orientierung. Wir machen eine schnelle Vorstellungsrunde, beziehungsweise ich stelle mich ganz kurz vor. Dann, warum Mixed Media, wie bin ich drauf gekommen? Und dann habe ich euch drei Aspekte mitgebracht. Zum einen möchte ich euch aufzeigen, welche technischen Aspekte wichtig sind. Das sind meine Empfehlungen, wie ich dazu gekommen bin, was ein gutes Setting ist. Und ich bin sehr gespannt, was ihr davon haltet, was ihr vielleicht für Empfehlungen habt. Das machen wir dann alles in der anschließenden Q&A. Genauso methodisch, didaktisch. Da gibt es so goldene Regeln, die ich einfach nochmal gemeinsam mit euch durchgehen möchte. Auch da bin ich auf euer Feedback gespannt. Stimmt ihr zu? Seht ihr das anders? Ja, und dann den letzten Aspekt, inhaltliche Gestaltung, da geht es darum, ja, wie mache ich das jetzt mit den Flipcharts? Ne? Also wozu nutze ich Flipcharts, wozu nutze ich die Post-its, Taskboards, Kanban-Boards und wie wird das dann entsprechend aussehen? Da habe ich, wie gesagt, ein paar Folien für euch und dann werden wir das in den letzten 10 Minuten circa auch live machen, dass ihr mal einen Eindruck bekommt, ja, was meint sie denn, die Heike? So schaut's aus, wir legen los. Heike Molin, bin 57 Jahre alt, lebe in Frankfurt und bin zertifizierte Trainerin und Moderatorin. Habe jetzt mittlerweile dank Corona über 1000 Online-Veranstaltungen moderiert, Schulungen durchgeführt auf den gängigen Plattformen und meine Schwerpunkte sind die verschiedenen agilen Methoden, Soft Skills und E-Trainer-Ausbildung, also wie macht man gestandene Präsenz-Trainerinnen fit im Online-Raum, das sind so meine Schwerpunkte. Ich freue mich, wie gesagt, auf eure Fragen dann im Anschluss und ja, und danke dem Joachim, dass er an meiner Seite ist, falls irgendwas ist. So, warum denn überhaupt Mixed Media? Joachim hat es schon schön gesagt, die ganzen Flipcharts, da fangen wir mal an, die sind ja alle eingepackt worden mit Start der Pandemie, habe ich alles traurig eingerollt, habe es hoch in den Speicher gebracht und habe alles digitalisiert, ne? Boards und verschiedene Tools. Überall habe ich meine Inhalte dann transferiert in den digitalen Raum und habe mir irgendwann gedacht, das ist doch doof. Ich habe so viele schöne Flipcharts, die wirklich mit Herzblut gemalt sind, die ich einfach wieder in den Raum bringen möchte. Und der Clou ist, dass ich dann bei der Vorbereitung viel weniger Zeit brauche. Ne? Wenn der Kunde kommt und sagt, jetzt hätten wir mal gern dieses Thema und dann packe ich die Flipcharts aus und integriere die, so wie ich es euch gleich zeige und mache gar nicht mehr so viel mit Folien und Boards und Umfragen. Das ist dann nur noch ein Teilaspekt.
Ja, und damit ihr mal schauen könnt, wie ich da so rangegangen bin, wie ich auch gescheitert bin, möchte ich euch jetzt die drei Aspekte vorstellen. Also wie bin ich technisch vorgegangen, methodisch und inhaltlich. So, da legen wir mal los. Wie gesagt, meine persönlichen Empfehlungen, da kann man gerne sich drüber austauschen. Das A und O bei der Technik ist die Kamera. Da habe ich also viele Modelle bestellt und wieder zurückgeschickt, bis ich dann eine gefunden habe, die so eine Art Fernbedienung hat mit programmierbaren Tasten. Die war es dann, denn dort habe ich jetzt die verschiedenen Stationen abgespeichert. Das heißt, ich habe hier einmal die Position, so wie ich jetzt hier im virtuellen Raum zu sehen bin. Dann kann ich switchen aufs Flipchart, dann kann ich aufstehen, am Flipchart gemeinsam was entwickeln, die Flipcharts vorzeigen oder mir was zurufen lassen. Nächste Position ist dann hier Richtung Post-its, die Kanban-Wand, dass man es auch ordentlich lesen kann. Also damit fahre ich sehr gut. Also es gibt viele Trainerinnen, Kollegen, Kolleginnen, die sagen, oh, ich habe 5 Kameras installiert. Das ist nichts für mich. Na, viele arbeiten auch mit Dokumentenkamera, dies und das. Also für mich muss es immer ganz pragmatisch sein. Eine Kamera mit verschiedenen Stationen, das ist mein Weg, der funktioniert. Headset möchte ich euch auch eine kleine Geschichte erzählen, mich auch sehr gescheitert, weil ich erstmal mein Kabel-Headset genommen habe, so aus alter Gewohnheit, bin dann aufgestanden und schön hängen geblieben und hätte mich fast hingelegt. Ne? Also da habe ich gemerkt, das wird nichts. Dann habe ich es mit so einer Funkspinne probiert, also ohne Headset. Und sobald ich aber weiter nach hinten an die Wand gegangen bin, habe ich gemerkt, da wird der Ton leiser und dann wieder lauter. Und das war dann auch nicht die Lösung. Und dafür habe ich mich dann letztendlich für so ein kabelloses Headset entschieden. Das ist auch Geschmackssache. Ne? Da bin ich auch gespannt auf euer Feedback, wie ihr das gerne macht. Also für mich ist das jetzt so die optimale Lösung. Dann habe ich euch mitgebracht Studioleuchte. Anfangs habe ich gedacht, um Gottes Willen, was denn noch alles? Ne? Und sage immer so, meine Devise ist, erstmal nicht so viel Geld ausgeben, mal gucken, wie es auch so geht. Aber dann habe ich schon durch das Feedback der Teilnehmenden gemerkt, dass gewisse Dinge nicht gut zu erkennen waren oder auch ich vielleicht nicht optimal ausgeleuchtet bin. Ne? Das kennt ihr alle, so Menschen, die so im Dunkeln sitzen, man sieht nur so den Umriss, das ist nicht so persönlich. Und bei mir kam ja dazu, das Flipchart musste gut ausgeleuchtet sein und auch hinten die Post-its, ne? Da muss das Licht auch sehr gut ausgeleuchtet sein, sodass ich da einfach nochmal die Deckenleuchte anders ausgerichtet habe. Studioleuchte leuchtet den ganzen Raum aus und so habe ich dann auch Feedback bekommen. Jetzt können wir es lesen. Ne? Ich hatte zwischendurch auch mal mit so Slicky Notes oder diese Plastikfolien-Dinger gearbeitet. Kann ich nicht empfehlen, weil die enorm spiegeln und ich dann immer die Rückmeldung bekomme, nee, kann man leider nicht lesen. Also von daher habe ich mich dann für so große Papier-Post-its entschieden. Ich zeige sie gerade mal in die Kamera. Die sind also deutlich größer als so die normalen, kennt ihr sicherlich. Aber die, wenn man die sehr schön beschriftet, kann man sie auch gut lesen. Letzter Aspekt, Hintergrund. Das ist jetzt immer so eine Sache, wo ist man jetzt zu Hause, wo hat man sein Büro? Ich habe jetzt das große Glück, ein schönes Flipchart in der Nähe zu haben und hinter mir ist so eine Art Schiebewand. Die kann ich hin und her schieben, ich kann da Flipcharts dran kleben. Das ist natürlich sehr komfortabel. Aber ich sag's euch, am Anfang habe ich mich das gar nicht so getraut. Da habe ich das Flipchart direkt hinter mich gestellt, so direkt hinter den Stuhl und habe mich dann nur so umgedreht und da dann skizziert und gemalt. Das waren so die ersten Schritte. Dann habe ich gesagt, so, das muss auch ein bisschen großräumiger gehen, habe das Flipchart an eine Position gestellt, das war Kameraposition 2 und habe dann hinten die Post-its angeklebt, dann hatte ich plötzlich viel mehr Platz, das war Kameraposition 3 und somit hat es dann wunderbar funktioniert. Soweit mal die technischen Tipps an der Stelle, dann gehen wir mal weiter zu methodischen Aspekten, da erzähle ich euch bestimmt nichts Neues, wenn ich von den goldenen Regeln spreche, sprich, wie funktioniert das denn
mit den Pausen, maximal 60 bis 90 Minuten. Danach geht die Aufmerksamkeitsspanne rapide runter. Also egal, ob es eine Workshop-Moderation ist, eine Retro oder ein Training, ganz wichtig, immer spätestens nach 60 bis 90 Minuten eine Pause einbauen. Und ihr seht, dass ich die Pausen sehr großzügig gestalte. Also da meckern auch der eine oder andere Kunde rum, wieso so viel Pause. Dann erkläre ich immer, ja, wenn wir so eine Tagesveranstaltung machen, ist das extrem anstrengend für die Teilnehmenden und für auch die Moderation. Und von da lassen sich die meisten dann schon überzeugen. Also 30 Minuten Kaffeepause, gerne eine Stunde Mittagspause, einfach um das Headset mal abzusetzen, ein paar Schritte gehen, frische Luft reinholen, Getränke und dann läuft es auch gut über den Tag. Habe ich nochmal ein zweites Beispiel mitgebracht, um das Suppenkoma so einigermaßen in den Griff zu kriegen. Macht es Sinn, den Input, die Impulse mehr am Vormittag zu bringen und am Nachmittag kann man dann ja schöne Gruppenarbeiten, Partner, Einzelarbeiten machen, dass man da dann nicht mehr so viel Neues erfährt, sondern eher in den Transfer geht. Und in der letzten Session, nur wenn es einen ganzen Tag gehen soll, da kann man dann auch die Ergebnisse mal präsentieren. Was haben wir noch? Das hat sich auch sehr gut bewährt bei einem Kunden. Und zwar haben wir gesagt, Mensch, wir müssen es doch alles nicht so strikt vorgeben. Wir können doch die entsprechenden Transferaufgaben die Teilnehmenden selbst organisiert machen lassen. Und da seht ihr schön, ne, erstmal gibt es einen Input, Impulse und dann geht es schon in die erste Transferphase. Das heißt, da können die Teilnehmenden selbst entscheiden, wann sie ihre Pause machen, wann sie die Ergebnisse vorbereiten und kommen dann zur verabredeten Zeit. Hier wäre es dann 13 Uhr zurück in den Hauptraum und dann geht es in die nächste Session. Genau, die Mittagspause nicht vergessen und so kommt man auch sehr gut über den Tag. Also ich sag mal, die goldenen Regeln, maximal 60 bis 90 Minuten am Stück, dann die Pause, ganz viel Interaktion, versuchen abwechslungsreich mit verschiedenen Medien zu arbeiten und da kommt wieder das Mixed Media ins Spiel. So, dann schauen wir mal weiter. Letzter Input. Letzter theoretischer Input, paar Fotos habe ich euch mitgebracht. Und zwar, ja, wie kann man das denn jetzt inhaltlich gestalten mit den Flipcharts oder auch mit den Post-its? Und jetzt habe ich da einen kleinen Fehler gemacht. Ihr seht es vielleicht schon, ich habe gar nicht mein Headset auf. Normalerweise habe ich immer mein Headset auf, weil das so meine technische beste Erfahrung ist. Denkt es euch einfach dazu. Und da seht ihr schon mal das erste Beispiel. Ne? Also wenn es um die Begrüßung geht, da stehe ich gleich mal auf. Wie gesagt, mache ich auch gleich live und stelle mich so ans Flipchart und freue mich, dass ich das mal wieder in Szene setzen kann. Man sieht mich dann auch ein bisschen größer, ist dann nicht immer nur dieses kleine Briefmarkenformat. Und ich kriege oft das Feedback, Mensch, irgendwie haben wir dich näher erlebt. Es war fast so ein bisschen, als wären wir in deinem Raum. Und dann ist alles gut. Also es ist ein bisschen wieder mehr Trainerinnen-Feeling für mich und auch für die Teilnehmenden. Dann als nächstes Beispiel Feedback. Ne? Das schöne Riemann-Thomann-Modell als Beispiel nehme ich dann gerne. Klar kann man das alles auf einer Folie, auf dem Board vorstellen, aber ich sage mir, nee, ich stehe jetzt mal auf wieder, gehe mal ans Flipchart und erkläre kurz die Theorie für die, die es nicht kennen. Na, jetzt machen wir mal eine Feedback-Runde, Selbstbild, Fremdbild. Na, was weiß ich, bin ich eher der Nähe-Mensch, der Distanz-Mensch? Liebe ich das Risiko, den Wechsel oder brauche ich ein bisschen mehr Sicherheit und darf immer gern wieder eine ähnliche Aufgabenstellung sein. Und so geht's dann los, dass ich die Theorie am Flipchart erkläre. Dann geht's ab in die Räume, die Breakouts, dass zum Beispiel die erste Freiwillige dann ihr Selbstbild klebt. Ich setze mal ein Pünktchen an die Stelle. Die anderen, die Gruppe, geben dann quasi das Fremdbild ab. Und am Schluss wird abgeglichen, beide Ergebnisse nebeneinander gestellt. Und so ist es dann alles ein bisschen persönlicher mit der Erläuterung. Was haben wir noch im Angebot? Kollegiale Beratung. Das nutzt ihr sicherlich auch mal an der einen oder anderen Stelle. Was weiß ich, in der Retro hat es gekracht und zwei Kampfhähne sind ausgemacht. Und dann brauchen wir jetzt mal hier kollegiale Beratung.
Und dann gehe ich gerne auch wieder ans Flipchart und nutze die Beschreibung, wie ihr hier seht, die Phasen. Es geht los mit dem Casting, sprich, also welche Fälle wollen wir jetzt bearbeiten? Priorisieren wir mal rasch. Dann haben wir entsprechend die Fallbeschreibung. Das heißt, der das Problem hat oder die, beschreibt mal, worum es geht. Und in der kollegialen Fallberatung ist es ja dann so, wenn alle Fragen gestellt wurden und der Fall, also das Problem, verstanden wurde, dann geht ja entsprechend der oder diejenige raus, damit die anderen unter sich jetzt Lösungen erarbeiten. Das ist dann die Lösungsphase. Am Schluss kommen wir wieder alle beisammen und dann ist meistens großes Dankeschön für die vielen Lösungen, die erarbeitet wurden. Und das ist irgendwie auch ganz nett am Flipchart. Ich kann am Flipchart auch mitschreiben, ich kann mir Dinge zurufen lassen. All das ist möglich. So, das waren mal die Beispiele für Flipchart-Einsatz und dann schauen wir mal zu meinen geliebten Post-its, die ich ja jetzt auch wieder verwenden kann. Als Beispiel kann man eine Agenda machen. Das habe ich jetzt für heute auch mal mitgebracht. Wie kann ich denn Post-its schön als Agenda nutzen? Kleines Mini-Backlog, wenn man so will. Und dann schiebt man immer von Open zu In-Process bis Done. Und ich habe dann immer die Gelegenheit, bei jedem Post-it, was ich umhänge, nochmal zu fragen, habt ihr denn noch Fragen? Dann die Konfliktmoderation, ne, das ist natürlich auch schön, die Post-its zu entwickeln. Das geht, klar geht es alles auf dem Board, aber ich gehe dann bewusst an die Wand und sage so, jetzt wollen wir uns mal genauer anschauen, wie geht denn eigentlich eine Konfliktmoderation? 5 Phasen hänge ich erstmal hin, die obersten Post-its und dann geht man Stück für Stück durch, entwickelt die Post-its, befragt, beantwortet alle Fragen und so funktioniert das wunderbar. Was haben wir noch? Scrum-Schulung, ne? So Scrum-Grundlagen für Neulinge sozusagen. Was ist denn Scrum? Auch da arbeite ich sehr, sehr gerne mit den Post-its. Was sind die Elemente? Und schiebe dann die Dinge so hin und her, wie wir es bearbeitet haben. Aber natürlich nur, wenn alle Fragen beantwortet sind. Soweit mal die Theorie. Ich glaube, eine Empfehlung habe ich noch für euch. Wer sich jetzt noch ein bisschen tiefer einlesen möchte, ich habe mit einer lieben Trainerkollegin, die Sandra Schlagheck, einen Artikel geschrieben. Den findet ihr auf meiner Website oder vielleicht habt ihr ja auch Training aktuell abonniert. Da haben wir uns mal ganz genau mit Mixed Media beschäftigt und zwar in beide Richtungen. Also nicht nur, wie wir als Trainierende damit arbeiten können oder als Moderation das nutzen können, sondern wie die Teilnehmenden genauso Mixed Media machen können, indem sie dann, was weiß ich, ihre Ergebnisse in die Kamera halten. Also da haben wir viele Übungen beschrieben, wo selbst die Teilnehmenden dann auch analoge Mittel in die Kamera halten. Und das war's jetzt mal gewesen. Ich freue mich gleich, nachdem ich die Demo-Session gemacht habe, auf eure Fragen und eure Erfahrungen und würde jetzt sagen, jetzt machen wir mal live. Ich schwenke mal auf Kameraposition Nummer 2, stelle mich jetzt hier an mein Flipchart und das ist das, was ich meine. Plötzlich wird das Bild ein bisschen größer. Wir haben jetzt den ganzen Raum im Blick und ich sage nochmal herzlich willkommen zu unserer Einheit Mixed Media, analog mit digital. Mein Name ist Heike Molin. So könnte ich starten, ne? Also ganz weg von den Folien hin ans Flipchart gestellt und das wäre so die Einstiegs-Session, die man so machen könnte. Dann habe ich euch jetzt mal 2 Beispiele mitgebracht. Wie können wir das am Flipchart alles gestalten? Ich fange mal an mit der Teamuhr. So, ganz wichtig, beim Blättern nicht sprechen. Habe ich auch gelernt. Und zwar könnte man jetzt dieses schöne Flipchart nutzen, was man schon oft genutzt hat und jetzt nochmal gemeinsam erarbeiten, was bitteschön bedeutet denn die Teamuhr. Gerade für Retros super gern genutzt, ne? Für die es nicht kennen, das sind so die 4 Phasen. Ne? Dann fange ich hier an. Forming ist so die erste Phase. Wir kennen uns noch nicht so gut im Team. Wir kommen zusammen. Und sind alle noch sehr höflich und ein bisschen distanziert vielleicht. Und dann irgendwann kommt unweigerlich die Phase Storming. So,
jetzt werden die Ellenbogen ausgepackt und jetzt sagen wir mal, wer hier der Chef ist und wer vielleicht der Experte, Expertin ist und da kracht es eventuell. So, dann kommen die Scrum Master ins Spiel, die dafür sorgen, hier muss mal ins Norming gegangen werden. Was sind denn unsere Spielregeln? Was sind unsere Werte? Die Prinzipien nochmal vergegenwärtigen. Wie wollen wir miteinander kommunizieren? Feedback-Regeln, wertschätzende Kommunikation und so weiter. Und dann ist gewiss, dass wir dann ins Performing kommen. Dann läuft das Ganze. Ne? Dann, sobald sich irgendeine Kleinigkeit ändert, es kommt jemand Neues dazu, jemand geht, sind wir unweigerlich wieder im Forming. Dann kann es auch mal wieder stürmen und dann gibt es wieder kurzes Besinnen auf die Spielregeln. Und so kann der Kreislauf immer weitergehen, bis vielleicht das Ganze beendet ist und dann heißt es Adjourning. Das wäre mal eine Möglichkeit, wo ich auch sehr, sehr gerne mir Dinge zurufen lasse. Ne? Also ich liebe Interaktion, dann frage ich, was fällt euch zu Storming ein? Dann schreibe ich das hier dazu. Und da habe ich euch nochmal ein zweites Beispiel mitgebracht. Lege ich mal die Fernbedienung kurz weg. Und zwar, einen Moment. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Scrum-Elemente oder Scrum im Allgemeinen vermitteln möchte, ne, dann bringe ich hier so ein leeres Blättchen mit, da steht schön Scrum und dann geht's los. Wofür steht das überhaupt? Ne? Wo kommt der Begriff her? Und dann rufen mir die Leute zu oder halten was in die Kamera und dann kriegen wir relativ zügig raus, aha, das kommt vom Rugby und das steht für Gedränge. Ne, dann machen wir hier schon mal so den ersten zugerufenen Begriff, Gedränge. Und was ich super gerne mache, ist, bevor ich dann meine ganze Theorie vermittle, mal zu fragen, ja, was wissen denn die Teilnehmenden schon? Was gibt's denn schon für Begriffe? Dann kommt meistens als erstes irgendeine Rolle. Dann ruft mir jemand zu, Scrum Master, alles klar. Dann fangen wir an mit den Rollen. Und da wird mir, ich kürze ab, der Scrum Master zugerufen. Dann lasse ich mir das nochmal schön erklären. Dann machen wir so eine ganz geschmeidige Beschreibung dran. Dann kommt der Product Owner und schon haben wir mit den Developern die Rollen beschrieben. Die Artefakte kommen meistens am Schluss. Dann geht's weiter. Daily wird dann gern genannt. Also lasse ich mir zurufen. Wir sind bei den Events und sind jetzt hier beim Daily. Auch hier sammeln wir quasi das geballte Wissen von der Teilnehmerschaft, notieren das hier runter. Das ist nur mal so ein erster Entwurf bis hin zu den Artefakten. Ich kürze mal ab. 1, 2, 3. Und so habe ich so das Gefühl, wir sind im Raum, sind in Interaktion. Die Menschen rufen mir was zu. Ich notiere das und dann kann man immer noch die Theorie anfügen. Das sollen mal die zwei Beispiele ganz konkret am Flipchart sein. Und Achtung, jetzt gehen wir nochmal an die dritte Kameraposition. Ich wechsle zur Position Nummer 3 und möchte euch gern mein Beispiel für die Post-its vorstellen. Also so könnte es aussehen. Die Tools for Agile Teams, Mixed Media, das soll es jetzt sein an Themen. Was haben wir uns vorgenommen? Es geht um einen Einstieg. Das haben wir schon gemacht, kennenlernen. Der Joachim hat mich schön begrüßt. Dann habe ich ein bisschen die Agenda vorgestellt und könnte euch jetzt fragen, gibt es jetzt noch Fragen dazu? Haben wir schon längst erledigt, also hänge ich das mal um. Dann ging es weiter. Na, das würde ich natürlich immer parallel machen. Mixed Media, was ist es überhaupt? Welche Aspekte spielen eine Rolle? Technik, Methodik, Inhalte? Alles schon erledigt. So, und dann sind wir jetzt mitten bei den Beispielen. Ne? Ich habe Flipchart-Beispiele gezeigt. Ich habe euch jetzt gerade die Kanbans oder die Post-its vielmehr erläutert. Da sind wir mittendrin. Und am Ende, wenn wir jetzt gleich zu Ende sind, dann habt ihr die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Und wirklich, wenn alle Fragen erst beantwortet sind, dann wird das Post-it umgehängt. Also so bin ich immer ganz schön in Interaktion mit den Menschen. Und das Feedback, das kommt ja ganz am Schluss, das bleibt nochmal schön bei offen.
Und das wäre so ein Beispiel, wo ich wirklich auch froh bin, meine ganzen Post-its wieder rauszuholen. Die Konfliktmoderation, ne, das ist immer so ein schönes Päckchen, wo ich dann prima entwickeln kann. Und natürlich bin ich, klar, ich bin auch gern auf den ganzen Boards, wie sie alle heißen, und Mendy und Kahoot und was es alles gibt. Aber ich merke so ein bisschen so eine digitale Müdigkeit, so will ich es mal nennen. Und zum Abschluss erzähle ich euch jetzt nochmal, ich war ja jetzt tatsächlich, komme mal wieder zu euch, schon auf 3 Präsenzveranstaltungen, man glaubt es kaum, ne? Also tatsächlich auf 3 war ich. Jetzt sind sie alle wieder abgesagt, wir modeln sie alle wieder remote, virtuell um. Aber ich habe gemerkt in den 3 Tagen, wie schön es doch ist, sich wieder so nah zu sein, gemeinsam was zu erarbeiten, klar, mit dem nötigen Abstand und so weiter. Und deswegen freue ich mich sehr, jetzt so ein bisschen, es wird ja wohl eine Weile so weitergehen, die analogen Elemente beibehalten zu dürfen. Für mich als Trainerin ist es ein schönes Gefühl, so ein bisschen Raum greifen zu können und soweit mal meine Impulse für euch, Mixed Media, wie kann ich analoge Elemente in den digitalen Raum integrieren. So, jetzt bin ich ein bisschen früher fertig, Joachim. Ich hoffe, das ist okay und bin sehr gespannt, ob es schon Fragen gibt oder Anmerkungen und würde gerne an dich übergeben. Ja, danke dir erstmal. Und ja, da haben wir noch ein bisschen Zeit zu quatschen und gucken mal. Also im Chat war eine rege Diskussion einmal über die Preise des Setups, wie viel Geld man denn ausgeben müsste, welche Kamera denn geeignet wäre und ob es eine Motorkamera sein muss oder so. Mhm. Ja, zum einen. Vielleicht kannst du es nochmal herausstellen. Zumindest Matthias schrieb, wo habe ich es hier? Wo habe ich ihn? Ich mache mal die Folie nochmal auf. So. Ja. Finde, das sind gute Tipps für Leute, die weiterhin mit Papier arbeiten wollen, sehe aber noch keinen großen Vorteil gegenüber Digital Only. Ha. Ich meine, du hast es ein bisschen meiner Meinung nach schon gesagt, aber vielleicht willst du es nochmal konkreter rausarbeiten. Ja, vielen Dank fürs Feedback erstmal. Sehr gute Frage. Ich merke immer, wie viel man tun muss, um die Aufmerksamkeitsspanne hochzuhalten. Also ich versuche immer, dass alle die Kameras anhaben. Das ist für mich, ist natürlich immer freiwillig, ne? Aber das ist für mich schon mal der erste Punkt, um zu sehen, hören mir die Leute noch zu? Kann ich sie jetzt ansprechen? Können wir starten mit der Diskussion? Und bei den ganzen digitalen Formaten, wie eben schon gesagt, merke ich so eine Müdigkeit. Die Leute haben keinen Bock mehr auf Menti und schon wieder Kahoot und nee und Board, Miro, Mirol, nee. Und das kann man alles machen. Das ist auch eine persönliche Entscheidung, wie man arbeitet. Aber ich merke, dass so Mixed Media, da werden die Leute wach. Oh, das ist was anderes. Was macht sie denn jetzt da? Und das hilft mir enorm, die Aufmerksamkeitsspanne hochzuhalten. Und mein Anspruch an Trainings, Moderationen ist immer, ganz wache Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu haben, die wirklich immer ansprechbar sind, also dass ich jeden aufrufen kann, was meinst du, und die sich nicht zurücklehnen und so berieseln lassen und möglichst noch die Kamera aus und ja, sieht mich ja eh keiner. Ich spreche von kleinen Formaten, ne? Ich spreche nicht von Leuten wie jetzt hier mit Hunderten, da ist das sehr, sehr schwierig. Ich hoffe, das hilft ein bisschen bei der Fragestellung. Aufmerksamkeitsspanne. Ja, wie du schon sagtest, auch im Chat war das auch so angemerkt. Also es ist irgendwie anders. Ne? Hier lese ich, wirkt schon fast wie aus einer anderen Zeit. Jetzt auch noch analoges Umblättern. Ja, also das ist schon, es hat schon was Besonderes. Und wir benutzen ja auch sehr viel Miro mittlerweile. Und ich muss gestehen, also ich hatte schon immer auch eine schlechte Handschrift. Das kommt mir natürlich zugute, wenn ich jetzt digital arbeiten kann. Ja? Klar. Schon allein das Problem, du hast dann dein Miroboard offen und entweder du, also ich arbeite viel am Laptop und dann habe ich das Miroboard in groß offen und ich sehe die Teilnehmer nicht mal mehr. Ja. Also ich arbeite da an einem Miroboard und man hört sich vielleicht noch, wenn irgendjemand was sagt, aber sonst nicht mehr. Ja, also da sehe ich jetzt schon einen riesen Unterschied. Ne? Ich sehe dich da auch im Raum bewegen und ich sehe im Hintergrund noch die Artefakte. Also das wäre ja so, als wäre das Miroboard und dein Gesicht zusammen quasi. Ne? Und das gibt's noch nicht. Wobei ich auch schon weiß, dass da jemand dran arbeitet, um zumindest Video und Miro ordentlich zu integrieren. Ja, cool, toll. Wäre schon mal immerhin ein Schritt, genau. Jetzt ist noch eine konkrete Frage, die Susanne fragt, was machst du denn mit den Handouts? Zeichnest du die Session auf oder fotografierst die Flipcharts ab?
Ja, also das mache ich tatsächlich. Fürs Handout finde ich es okay, Flipcharts zu integrieren. Also für Unterlagen während der Session finde ich es absolut unprofessionell. Ne, einfach so Flipcharts rein und das war's, das ist nicht schön. Aber fürs Fotoprotokoll, wenn ich sage, hinterher bekommt ihr alle Ergebnisse, alles, was wir erarbeitet haben auf den Boards, die PowerPoint kriegt ihr und zusätzlich fotografiere ich dann die Flipcharts ab. Fürs Fotoprotokoll finde ich es okay, für Unterlagen im Raum finde ich es unprofessionell. Aber im Nachgang ist es ja auch schön, wenn man jetzt hier zum Beispiel das Beispiel sieht, Scrum, was haben die Leute zugerufen, wie haben sie es formuliert, so ganz einfach, das ist ja auch eine schöne individuelle Ergebnissicherung. Hm. Ja, da wäre noch eine Frage, die mich beschäftigt. Also ich meine, der Vorteil von Miro zum Beispiel ist ja schon, dass du wie früher in der Retro, wo du gesagt hast, so, jetzt schreibt mal jeder ein, zwei Sachen auf ein Post-it und hängt die da ans Board. Das geht ja auch in Miro. Aber das stimmt. Jetzt, wenn du es so mixed machst, musst du alles schreiben, oder? Ja, genau. Und das ist eigentlich schon eine sehr schöne Überleitung in die hybride Welt. Ne, das ist so gerade mein großes Thema, was mich beschäftigt. Mhm. Wie machen wir das eigentlich, wenn wir zukünftig, und das wird definitiv kommen, vor Ort Menschen und Remotis, sag ich immer, haben. Ne? Und da geht es dann nämlich los. Momentan hast du recht, werfen die Leute mir Begriffe zu oder halten sie in die Kamera. Und ich notiere die dann zum Beispiel, ne, dass ich da quasi die Pain Points und was alles so zugerufen wird, auf die Post-its schreibe, dann priorisieren lasse. Und wenn man jetzt mal so in die Zukunft schaut, ne, das wird schon eine kleine Herausforderung. Wie kriegen wir das hin, wenn wir analoge und virtuelle Teilnehmenden haben? Und da gibt es super schöne Ideen, Konzepte, zum Beispiel mit Buddies zu arbeiten. Ne? Dann gibt es immer einen im vor Ort, also im Präsenzraum, der einem virtuellen Teilnehmenden zugeordnet ist. Und der hat genau den Job, was du gerade sagst, Joachim. Ne? Wenn jetzt der virtuelle Mensch sagt, pin mal den Punkt für mich an, dann geht der Analoge hin und pinnt nicht nur seine eigenen Punkte, sondern die des virtuellen Kollegen, Kollegins noch dazu. Und das muss ich momentan, jetzt bei Mixed Media übernehme ich das als Einzelperson, aber einfach in die Zukunft gedacht, da werden wir uns viele Dinge technisch überlegen müssen, wie kriegen wir wirklich das hin, dass wir nicht Teilnehmer zweiter Klasse haben. Das ist gruselig, wie die Remotis immer abgehängt werden in Vor-Ort-Veranstaltungen, sondern wie wir das gemeinschaftlich hinkriegen. Und ich denke, da wird dieses Mixed Media auch eine Rolle spielen. Ja, das ist eine spannende Geschichte. Ja. Also ich habe es ja vorhin auch schon erzählt. Wir haben letztens auch einen Workshop mit 50 Leuten versucht, hybrid zu gestalten. Ja. Und wir haben aber, naja, soll ich jetzt sagen, den Fehler. Aber wir haben genau das Problem, dass wir gesagt haben, einmal ist der Vorteil eines virtuellen Meetings ja, dass die Leute auch auf dem Board mitarbeiten können. Ja. Aber ich möchte jetzt die vor Ort ja nicht auf ein digitales Board, weil dann verlieren sie den Vor-Ort-Vorteil wieder. Die sollen ja interagieren. Und dann haben wir einen Goldcafé gemacht und haben für die Vor-Ort-Leute Flipcharts hingehängt mit Post-its und so und haben für die Remote-Leute ein Miro-Board gemacht. Und haben dann auf das Miro-Board Fotos gemacht und so. Aber das sind dann trotzdem irgendwie zwei Gruppen. Also so richtig zusammen kriegst du die dann auch irgendwie nicht. Ja, genau. Das ist schon auch noch eine Herausforderung, ja. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Es gibt ganz viele Menschen, die sich damit beschäftigen. Es gibt ja auch super Konferenzhotels, die man schon hybride Veranstaltungen buchen kann, die Technik schon haben. Und genau das ist es. Das ist immer der erste Fehler. Oh ja, dann sortieren wir mal die analogen zusammen und die virtuellen. Und schon haben wir wieder den Bruch. Und deswegen finde ich das unheimlich charmant mit dem Buddy-System. Immer einen analogen plus einen virtuellen. Ich habe es aber noch nicht ausprobiert. Also das geistert auch in meinem Kopf herum, wie man das so hinbekommt, dass man die Aufmerksamkeit von allen gleichermaßen hat, ne? Dass wirklich alle beteiligt sein können. Ja, Sabine findet die Idee im Chat auch gut. Vielleicht probiert Sabine mal aus auch. Ja. Mal sehen. Also ich finde es auch ganz spannend. Und Thorsten hat schon die Idee, dass man ja auch eigentlich dann so einen Moderationsraum einrichten könnte in der Firma oder sowas, ne? Wo man absolut. Dann sagt, okay, da gibt's halt diese teure Kamera und es gibt da schon Settings, irgendwie so ein Whiteboard-Stelle und eine Flipchart-Stelle und eine Stelle, wo der Speaker sitzt und so, was man dann irgendwie sich gemeinsam teilen könnte. Ne? Das ist absolut eine ganz nette Idee. Super Idee, ne? Also nicht jetzt jeder einzeln in seinem Büro, Gott weiß, wie viel Geld ausgeben, sondern genau, Gemeinschaftsräume nutzen, da müssen schon ein paar mehr Kameras hin, dass man
im Analogen dann auch die virtuellen Leute irgendwo hinbeamt, dass man eine Kamera auf den Trainer hat, eine Kamera aufs Flipchart. Das ist schon ein bisschen technische Ausstattung erstmal. Super Idee, einfach sich zusammentun und so Räume nutzen. Also ich habe viele Kunden, die jetzt auch schon anfangen, sich aber alle noch nicht so richtig trauen. Aber jetzt haben wir ja eh erstmal wieder Präsenzverbot. Aber es wird kommen, es wird definitiv kommen. Wir werden Hybrid nicht überspringen können. Das wird die Zukunft sein. Ja, das wird sehr spannend, genau. Jan fragt dann jetzt direkt, nachdem er inspiriert wurde durch deinen Vortrag, muss ich jetzt als Scrum Master eigentlich doch mich noch damit beschäftigen, Flipcharts zu malen? Das habe ich bisher nicht gemacht. Lohnt sich das jetzt nachzuholen? Das ist natürlich immer so eine persönliche Frage, ne? Also du hast es ja eben auch schon schön gesagt, ah ja, meine Schrift ist nicht so gut. Da kenne ich viele, die finden das gar nicht so gut und die lieben die Boards, weil das ja mit der Schrift kein Problem ist. Aber ich kenne genauso viele Trainer, Trainerinnen, die das lieben, am Flipchart zu entwickeln, ne, dieses Zurufen und dann malen wir noch was dran und dann ist das was ganz Individuelles. Und ich würde sagen, ja, es lohnt sich, auf jeden Fall. Man muss auch nicht die perfekte Schrift haben. Also da gilt es, ein paar Visualisierungsprinzipien zu beherzigen. Und probiert es aus, das ist mein Appell, einfach ausprobieren. Ich kriege so schönes Feedback und das ist natürlich auch ein unique selling point. Ne? Mixed Media machen tatsächlich noch nicht so viele, ich kann es gar nicht glauben, aber das hebt ab. Ne? Das ist ein anderes Format, es bleibt anders in Erinnerung und ich sage, ja, probier es aus, auf jeden Fall. Würdest du denn sagen, also Marianne fragt sich, ist das dann eigentlich ein Format, was insbesondere für Trainings gut funktioniert oder würdest du das auch für ein Standard-Meeting anwenden? Ich nehme es für alles Mögliche. Also ich bin von Hause aus Trainerin, klar, das ist mein Kerngeschäft. Ich moderiere sehr viel, ich habe es viel bei Retros auch schon benutzt und jetzt kommen aber auch mal so Meetingrunden, wo ich sage, stopp. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt mal am Flipchart das sammeln? Und dann ist es wirklich wie so ein Retro-Effekt. Hä? Das ist doch jetzt schon lange vorbei und kommt auch da gut an. Ne? Also es ist immer die Frage, ich finde es sehr wichtig, dass es authentisch ist. Es muss zu einem passen. Ne? Also wenn man irgendwas macht, nur weil es jetzt hip ist und es passt nicht, dann würde ich es lassen. Aber ich würde es auf jeden Fall ausprobieren. Und wie gesagt, also die Aufmerksamkeit geht, das ist so meine Erfahrung, sofort hoch. Was ist jetzt hier? Was machen wir jetzt? Und kann man sehr, sehr gut auch in Meetings für Ergebnissicherung, für Brainstorming, nur für was auch immer nutzen. Klar? Ja, wobei da ja natürlich, sagen wir mal, die virtuelle Dokumentation den Vorteil hatte, ich habe es dann halt direkt schon digital in irgendeinem Tool. Also Stimmt. Wir haben es ja zum Beispiel, wir nutzen ja Atlassian Confluence als Intranet, ja. Und da kannst du ja auch Collaborative Editing machen und dann kannst du mit 8 Leuten da gleichzeitig in einem Meeting anfangen, irgendwie den Text zu entwickeln sogar oder eben Stimmt. auch Stichpunkte aufzuschreiben. Das hat natürlich auch gewisse Vorteile. Absolut. Und wenn du dann also ein Foto fotografierst, brauchst immer wieder einen, der alles abtippt, ne? Das ist so ein bisschen. Da gebe ich dir vollständig recht. Also wenn es um Ergebnisse gemeinsam, also kollaborativ zu erarbeiten geht, dann ist es sehr mühsam mit dem Flipchart. Aber es ist vielleicht mal für so ein erstes Brainstorming ganz nett oder um bestimmte Ideen zu vermitteln, dass man sagt, so, ich stelle mich jetzt hier ans Flipchart, dass das so als Impuls genutzt wird. Aber wo du wirklich recht hast, ist, wenn man jetzt gemeinsam schnell Ergebnisse entwickeln will, mit Post-its arbeiten will, dafür ist es zu mühsam. Das stimmt. Ja, Jörg schreibt gerade noch eine Frage. Hast du auch Teilnehmer, die am Handy oder Tablet teilnehmen? Leider ja. Ich schreibe es in jede Einladung, bitte nicht. Ne? Erster Punkt, bitte schaltet die Kamera ein. Zweiter Punkt, bitte wählt euch am Laptop-PC ein. Aber gut, viele sind dann unterwegs und das kann ich eigentlich mit meinem Gewissen überhaupt nicht vereinbaren, wenn die unterwegs sind und ich mache das sehr interaktiv, also bei mir ist dann jeder gleich mal dran, ist das ja auch höchst gefährlich. Dann sage ich, also wenn ihr jetzt schon unterwegs seid, dann bitte irgendwo an den Rand stellen, sonst ist es wirklich auch gefährlich. Ne? Also es ist halt keine Berieselung. Es ist ein hoher Interaktionsgrad und die sehen ja auch immer nichts. Da wäre ja meine These, also ich kann jetzt nur von unserem Kontext sprechen, meine These wäre da ja, dass es die Aufgabe eigentlich des Facilitators oder des Gastgebers des Meetings ist, auch klar zu machen, wie die Erwartungshaltung ist. Und das merke ich nämlich bei uns auch. Ne? Du kriegst irgendwie eine Einladung zum Meeting
Und gut, früher hast du dich einfach in den Meetingraum gesetzt und im Zweifel auch irgendwie deinen Laptop aufgeklappt, oder wenn du denkst, ich kann gerade nichts beitragen, oder bist auch wieder rausgegangen. So, und jetzt ist natürlich schnell dabei, wo man sagt, so, ach, ich weiß gar nicht so genau, ob ich irgendwas beitragen muss. Da kann ich währenddessen auch die Wäsche aufhängen oder meine Tochter in den Reitstall fahren oder sowas. Ne? Wenn es dann auf einmal heißt, also dann, da geht nämlich dann denkt man so, jetzt machen wir mal das Miro-Board auf. Oh. Ja, das kann ja beim Autofahren nun beim besten Willen nicht, ja, abgesehen davon, dass es viel zu klein ist. Ja, also das ist, glaube ich, schon auch eine Aufgabe, als Facilitator klar zu machen, ist das jetzt ein Review? Beim Review wäre das ja wahrscheinlich okay, ne? Dass man einfach zuhört. Ja, ja, oder wollen wir interaktiv was erarbeiten? Und außerdem braucht ihr einen großen Monitor, sonst könnt ihr nicht lesen, was ich da mache. Ja, genau. Ne? Also das ist sicherlich genau richtig. Dafür ist ja ein Facilitator da, ne? Veranstaltungsmanagement, dass genau solche Spielregeln und Rahmenbedingungen kommuniziert werden, dass dann keiner böse überrascht wird. Ganz genau. Wo du gerade noch Kamera ansagst, hast du einen Spezialtrick, um deine Teilnehmerinnen dazu zu bewegen, die Kamera anzuschalten? Ja. Weil ich die Kamera anhaben, mit denen kommuniziere ich wirklich in Sekunden. Ne? Ich sage, ihr braucht keine elektronische Hand, hebt einfach die Hand, gebt mir einen Daumen, ist alles in Ordnung. Und die anderen schreiben da stundenlang in den Chat. Ich sage, ja, okay, jetzt habe ich auch die aus dem Chat. Und dann merke ich, zack, geht die nächste Kamera an. Zack, weil die natürlich bevorzugt behandelt werden. Mit denen kann ich viel schneller kommunizieren. Und das ist oft so ein Effekt, dass dann am Ende sind alle Kameras an. Ich kann keinen zwingen. Das ist immer freiwillig. Aber letztendlich merken die, wie schnell man interagieren kann. Das ist immer von Vorteil. Schön, Heike. Das war ein schöner Ausklang. Ich danke dir sehr. Ich bin gespannt, was die Zukunft so bringt mit Hybrid, Remote, vor Ort. Ich denke, wir sind alle gespannt, wie es weitergeht. Ja, danke schön. Hat mir viel Freude gemacht. Vielen Dank. Das ist schön. Vielen Dank, dass du dabei warst.